In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, go to. Roger, 14 Adam en route. Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu L.E. Noir. Ja, liebe Freunde, das ist jetzt sozusagen unser erster Part, wo wir eigentlich im Prinzip anfangen. Und ich will gar nicht lange drum rumblödeln und wir steigen so eben jetzt in den Spiel mal ein. Drücke RB, um den Haltbremse zu benutzen. Aha, RB sind die Tasten auf dem Controller. Dein Zielort mit einem gelben Symbol markiert. Okay. Das ist also Rückwärtsgang und mit X, um einen Partner zu interagieren. Was stand da hin? Habe ich gerade nicht so schnell lesen können. Gut, mit RT können wir sozusagen jetzt fahren und wir müssen, denke ich mal, zu der gelben Flagge. Ja, wenn wir mal hier abbiegen. Links unten ist unser Kompass. Und wir werden jetzt erstmal zu diesem Zielort hinfahren. Oh, liebe Freunde, es ist rot. Da bleiben wir natürlich stehen. So wie sich das gehört. Ja. Und jetzt ist grün, jetzt können wir weiterfahren. Halt. Was macht ihr denn da? Penne. So. Tatort in der Gasse. 10.21 p.m. Floyd Rose, Homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gas. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got places here. To be. Happy hunting. Ah ja, ah ja. So, speichert hier automatisch, wie man gerade so sieht. Just going through the motions. Probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your okay. way. Okay. Mit R errichtest du die Kamera aus. Okay. Gut. And we'll talk it out. Das ist also unsere Kameraführung. Aha, und mit dem linken Analogstick gehen wir sozusagen. Durchsuche Schauplätze und bla bla bla. Also wir müssen jetzt hier wohl in die Gasse hier reingehen. Und alles ein bisschen untersuchen. Nach irgendwelchen Hinweisen. So, können wir auch schneller laufen? Ah, so. Oh, hier wird es schon dunkler. Die Lautstärke der Musik verringert sich im Signal, siehe das alle, bla bla bla. Die aktuellen Signale und Vibrationen werden dazu verwendet, untersuchbare Gegenstände. Okay. Das sind eigentlich nur Hinweise. Die brauche ich jetzt nicht so durchlesen. Oh, es hat was vibriert. So, mit der A-Taste könnt ihr natürlich Hinweise hier aufheben. Und mit den L-Analog, also mit den linken, wie es da oben gerade in der Ecke stand, können wir das sogenannte ja, Objekt, was wir aufgehoben haben, untersuchen. In dem Fall ist es ja jetzt hier eine Flasche. Die Kamera zoomt nicht an in der Tiefe, bla bla. Drücke B, um einen Gegenstand wegzulegen. So, mit B können wir also wieder... Aber oh, wie graziös er das auch wieder aus so hinlegt, wie er das da vorgefunden hat. Schön.
So, dann werden wir uns mal hier weiter mal umgucken, wa? Oh. Es hat schon wieder was vibriert. Aber es ist wieder eine Flasche. Oh, das scheint nichts Interessantes zu sein. Können wir wieder zurücklegen. Oh, hier vibriert auch schon wieder was. Oh, eine Zeitung. Wähle mit L einen Gegenstand. Die Zeitung, die gucken wir uns mal an. Zeitung beinhaltet Hintergrundinformationen. Drücke A, um den Artikel dieser Schlagzeile anzusehen. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon? I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year. Because of my experience during the war. Ah, that's what I wanted to talk to you about. Wegen seiner Erfahrung. And collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again. A combination of therapy and drug treatment. Was? Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hand. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering. You went through a lot together. Yes, doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. What little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Mm-hmm. Okay. Okay, das war sozusagen eigentlich die Schlagzeile in der Zeitung hier. Los Angeles. So, dann können wir das hier wieder zurücklegen und dann können wir hier weiter gucken. So, die Flasche brauchen wir uns ja nicht nochmal angucken. Wir haben jetzt 1 von 13 gesammelte Zeitungen. Aha, da gibt es noch mehr Zeitungen wohl. Ist ja sehr interessant. Es ist ein Thriller. Komm her hier, ist das eine Zeitung? Nee, hat er dich so vibriert. So, dann werden wir mal hier weiter gucken in der Gasse. Oh, hier haben wir ein Auto. Aber ich glaube, hier beim Auto ist weiter nichts, denke ich mir mal. Wir gucken uns das hier mal an. Nee, hier ist nichts. Wenn wir ja auch ein Objekt oder Gegenstand in der Nähe entgegenkommen, sozusagen, fängt unser, was war das? Fängt unser Controller an zu vibrieren. Ein Pinsel haben wir jetzt gefunden. Na toll. Aha. Okay. Scheint aber nicht groß interessant irgendwie für unsere Ermittlung hier zu sein. Dann gehen wir mal weiter zu unserem Kollegen, der da vorne steht. Oder ist hier sonst noch was? Oh. Seems irrelevant. Was haben wir da für Hühnis? Ein Zigarettenstummel. Wir haben Zigarettenstummel gefunden. Scheint aber auch nicht irgendwie
groß hilfreich zu sein für unsere Ermittlung. Also packen wir das wieder zurück, wie sie es gehört, an gleiche Ort und Stelle. Es wird sich gemacht, muss ich sagen. So, was haben wir hier noch Schönes? Wow. Drücke X. So what next? Have a good look around. It could be anywhere. Ich drücke mal auf. Eieieiei. Was ist das? Blutfleck. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go. Oh, voll die Blutlache. Hier muss was passiert sein. Hier können wir nichts weiter entdecken, außer nur das Blut jetzt. Okay. Können wir mit B wieder wegmachen. Wir haben jetzt einen weiteren Hinweis gefunden. Ah, wir können jetzt hier mal unseren Notizbuch. Mit L und A willst du aus. Okay. Mit L und A. Scott Payton. Mordverdächtiger. Und Detektiv Lyrose. Blutfleck. Was haben wir hier? Genau, das ist unser Fundort, Tatort und Blutfleck. Blutspritze an der Tür und am Boden der Gasse. Gefundene Hinweise. So. Mit B kommen wir also wieder zurück. Personen. Guck mal hier auf Personen. Scott. Zu den wichtigen Personen werden... So, okay. Zu den wichtigen Personen werden Details und Fragen aufgelistet. Aha, das ist unser Notizbuch, wo wir sozusagen uns also Dinge notieren, wie Personen und Tatort und was wir so alles noch so finden. Gut, sehr interessant. Mordverdächtiger. Zu den Personen. Ach, das hatten wir ja gerade schon. Was haben wir hier noch? Ach, hier. Detektiv Fly Rose. Augen braun, Alter 42. Haare braun. Und er ist natürlich männlich. Ganz klare Sache. So. Wie können wir hier wieder zurückgehen? Von den anderen gibt es keine Bilder zu sehen. Aber die sind männlich. Das ist notiert worden. Okay. Dann können wir ja hier also erstmal wieder rausgehen aus unseren Notizbuch und werden mal hier in diese Gasse weiter gucken. Oh, ich habe wieder was entdeckt. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Okay. Wir haben also eine Waffe gefunden. Finde eine Leiter und ein Ausflugrohr, um auf das Dach zu kommen. Aha. Gut, dann werden wir mal hier gucken. Hier ist eine Tür. Da kommen wir also nicht weiter. Ich habe wieder was gefunden. Achso, das ist aber auch wieder nur eine Flasche. Betrachte den Gegenstand. Das brauchen wir nicht. Die Flasche kennen wir ja schon. Scheint wohl ziemlich viele hier zu sein. Also muss der Täter irgendwie viel getrunken haben. Guck mal hier oben rauf. Okay, hier ist nichts. Ah, springen kann er also auch. Ich habe wieder was gefunden. Wieder ein Zigarettenstummel und eine Flasche. I don't want to wait around all night for the super to let us in. Is there a way up from the outside? Don't think this is any use to us. Nee, das ist nicht das, was uns nützt. So, wir werden mal hier zu unserem Kollegen hier pirschen. Und wenn, wie Spider-Man, jetzt mal hier die Wand hochklettern. Nur leider am Rohr. So, und dann sind wir auch schon oben. How you doing, Cole? Found it yet?
Schon was gefunden? Nein, aber ich glaube, ich sehe da schon was. Das ist das, was wir in der Verspiegelung gesehen haben. Die Waffe. Wow. Smith & Wesson. Eine Smith & Wesson mit Seriennummer. Wurde notiert. Two rounds fired. Zwei Kugeln fehlen. Drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Interessant, sagt er. Da, da sieht man auch, dass zwei Kugeln in den Kammern fehlen oder abgefeuert wurden. Die haben da so eine leichten Löcher. Wie man hier so schön sehen kann. Das ist ja cool, dass sie auf so eine kleinen Details auch geachtet haben. So. Die Untersuchung endet, wenn man das Hinweis, bla bla bla. Gefundener Hinweis wurde in Notizbuch wieder eingetragen und kann natürlich wieder hier begutachtet werden mit unserem Hinweis. Gucken wir mal nach. Da ist er schon drinne. Smith & Wesson Revolver. Da wurde es notiert, das ist ja cool. Gut, dann können wir jetzt wieder erstmal rausgehen aus unserem Notizbuch und werden hier wieder zu unserem Kollegen gehen. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Da speichert er wieder an der Stelle. Gut, liebe Freunde, das ist natürlich auch mein Stichpunkt. Ich werde jetzt an der Stelle erstmal eine Aufnahmepause machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die erste richtige Folge von L.A. Noir von mir. Ja, schreibt es mir ruhig unter den Kommentare. Ihr könnt mir natürlich auch Verbesserungsvorschläge schreiben. Da bin ich natürlich für alles offen. Ob euch das gefallen hat oder ob ich da jetzt irgendwie nach eurer Meinung vielleicht zu lustig rangegangen bin an die Sache oder zu trüb. Je nachdem, weil es ist ja auch mehr so ein Thrillerspiel und man weiß ja nicht, wie man das da so rüberbringen soll an der Stelle. Und naja, okay. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.